Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf Fidicados World mit Fidicado und zwar heute mit dem Tutorial, Plugin-Tutorial über Multiverse 2 Portals. Zu einem alten Tutorial gab es oft die Frage, warum Leute nicht durchs Portal gehen können und es nur Apps können. Diese Frage wird hier auf jeden Fall beantwortet werden und natürlich die übliche Installation, Anleitung, wie ihr sie schon bereits von den anderen Tutorials kennt. Wir sind hier auf devbuggy.org und installieren jetzt Portals, indem ihr hier einfach hier erstmal, falls ihr auf einer anderen Seite von Multiverse 2 seid, müsst ihr einfach nur gucken, dass ihr hier auf Portals klickt. Bei mir, ich bin schon auf Portals. Ansonsten sieht das bei euch so aus, also so eine Verlinkung halt. So, um die aktuelle Version zu bekommen, müsst ihr nicht hier unten klicken. Ihr seht hier, ist irgendwie wird das nicht so richtig aktualisiert, warum auch immer. Aber wenn ihr hier auf Dev Builds geht, dann kriegt ihr die aktuellen Dev-Versionen. Die aktuellste ist die vom vor 17 Tagen. Das ist die hier, die ihr auch sofort hier auf der Seite findet. Einfach die runterladen und auf euren Server hochladen. So, wenn ihr das getan habt, dann geht ihr auf euren Server und es startet neu. Dann habt ihr den Ordner Multiverse Portals. Da geht ihr mal rein und ihr habt eine Konfigurationsdatei. Die öffnen wir und dann öffnet sich dieses Fenster hier. Je nachdem, welches Programm ihr natürlich für die Konfiguration nutzt. Ich nutze Notepad++, habe das auch mit Filezähler verbunden, wie das geht. Dazu gibt es auch ein Tutorial. So, das erste ist natürlich das Wand-Tool, das man hier einstellen kann. Ich bin mir jetzt sicher, ob das jetzt schon die Holzaxt ist. Ansonsten, wenn ihr World Edit habt, dann übernimmt er das Tool von World Edit, also dann braucht, ist es egal, was hier eintragt. Dann haben wir Use on Move, das heißt, das Portal wird benutzt, wenn man drauf zugeht, also reingeht. Also man braucht keine Befehle sozusagen. Und Portals Default to Nether, das heißt, jedes Portal, das nicht eingestellt wurde, führt immer ins Nether, aber das habe ich auf Fails gestellt. Dann Enforce Portal Access, das heißt, hier entscheidet sich einmal der erste Punkt, ob ihr allen den Zugang durch das Portal genehmigen wollt oder ihr das über die Permissions einstellen wollt. In meinem Fall stelle ich es über die Permissions ein, weil es auch Portale gibt, die User nicht betreten dürfen. So kann man mehrere unterschiedliche Portale machen. Wenn ihr das auf Fails stellt, dann kann jeder durch das Portal gehen, egal ob Gast oder sonst was. So, dann gibt es einen Cooldown, den man hier einstellen kann, das sind in Sekunden. Dann Clear on Remove, das könnte man jetzt, wenn ein Portal kaputt gemacht wird, dann ist da kein Portal mehr. Also es ist sinnvoll, das auf True zu stellen. Wenn ihr aber wollt, dass das Portal immer an derselben Stelle bleibt, egal ob da so ein selbstgebautes Portal ist oder nicht, dann könnt ihr auf Fail stellen. Dann, wenn man dann den Bereich betritt sozusagen, wird man wegteleportiert. So, Teleport Vehicles, ist klar, Fahrzeuge sollen auch mit teleportiert werden. Frame Material sagt mir jetzt, achso, kann man noch einstellen, ob man bestimmtes Material für die in den Rahmen braucht. Ich benutze hauptsächlich Wolle. Das heißt, ich könnte jetzt hier eintragen Wolle. Dann gehen Portale nur mit Wolle, aber mit Stein und so wird es dann nicht gehen. Oder ihr macht nur Steinportale, dann müsst ihr hier Stone eintragen etc. Ich glaube auch, dass man das mit einem Komma weitere Sachen eintragen. Ich glaube, da kommt auch die ID hin und nicht die Bezeichnung. So, und unten ist die Version, die interessiert uns jetzt gar nicht. So, wenn wir das gemacht haben und auf Ja gemacht haben, wird das auf unser Server hochgeladen, geändert und der Server muss neu gestartet werden. So, damit hätte man eigentlich die Portale erstmal installiert. Jetzt machen wir noch in Permissions eine Änderung. Ich habe Permissions X. Bei Crew Manager geht das genauso. Ihr müsst einfach nur die richtige Datei finden. Bei mir ist es jetzt die Permissions JML. Die öffne ich jetzt so. Man könnte es auch per Befehle machen, aber ich mache das lieber direkt. So, ich habe hier zwei Portale eingerichtet. Eine P-Wolkenstadt und eine P-Hauptstadt. Das sind die zwei Portale. Multiverse Portal Access könnte man jetzt auch, wenn man alle Portale für alle Portale ein Recht geben würde, dann macht man einfach das hier. Minus, so, und dann Punkt, Sternchen, so. Und damit gibt man eigentlich den Zugriff zu allen Portalen frei, wenn ihr zum Beispiel wollt, dass Bewohner alle Portale nutzen können, dann nehmt ihr einfach das Ding,
Ich mache es jetzt mal bei den Bewohnern. Bei Bewohnern ist es jetzt unbegrenzt, wenn ich das so einstelle. So. Während bei den Gästen, die dürfen zum Beispiel nur die zwei Portale nutzen. Warum ich hier P-Wolkenstadt habe und P-Hauptstadt ist, das liegt daran, dass ich bereits einige Portale auf dem Server eingerichtet habe und ich weiß den Namen der Portale. Und man braucht hier eigentlich nur den Namen des Portals einzutragen, das aktiviert wird, wenn man drauf, in das man reingeht. Also ich habe ein Portal errichtet, das heißt P-Wolkenstadt und wenn man da reingeht, dann wird man teleportiert. Das zweite Portal, wo es hinführt, das ist inaktiv. Das heißt, ich brauche das nicht einzutragen, weil die Leute da ja eh nicht durchgehen. Deswegen immer das, was aktiv ist und wo die Leute halt teleportieren dürfen. So, gut. Und jetzt geht's ins Ingame. So, hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Server hier im Ingame. Und ich zeige euch jetzt, wie man hier ein Portal errichtet. Ihr seht hier schon die zwei Testportale, die ich erstellt habe. Aber wir machen jetzt noch ein drittes, auch aus Wolle. Ich muss nur erstmal mich wieder umstellen. Wie heißt das? Game Mod. GM1. So. Und wir nehmen mal jetzt. Nee, rosa nicht. Nehmen wir braun. Genau, nehmen wir braun. So. Und machen uns jetzt ein drittes Portal hier. Ihr seht schon, zwei sind da. Und wir machen uns jetzt ein drittes. Wohin das geht, das werden wir dann alles jetzt im Ingame zeigen. Wir machen es am besten hier hinten. So. Eins, zwei. Ach so, das bildet sich dann so. Okay. 3, 4. Ich könnte auch ein schönes Portal machen, aber dazu habe ich jetzt keine Lust. So, dann markiert man die erste Ecke und die letzte Ecke, die man haben will in einem Portal. Ein Portal muss nicht viereckig sein. Es kann auch ein Raum sein, wobei es, sobald man den betritt, sofort teleportiert wird. Also es ist egal, ob der nur so ein kleines Raum hat oder dahinter noch einen Raum macht, sodass, wenn man durchs Portal geht, gleich woanders da landet. Ihr markiert also die obere und die untere Ecke sozusagen und dann erstellt ihr das Portal mit MVP, Create und dann den Namen des Portals. Wir nennen es jetzt Testportal und damit erstellt sich New Portal, Testportal Created and Select. Das heißt, es ist auch schon ausgewählt, ich brauche keinen Befehl, um es auszuwählen. So, wir brauchen natürlich jetzt ein zweites Portal, das uns irgendwo hinführt, aber wir fangen erstmal mit den Koordinaten an. So ganz mit den Koordinaten klappt es leider nicht, wie ich es gerne hätte. Deswegen schauen wir mal, ob wir hier die Koordinaten rausfinden. Wir schreiben sie einfach ab. So, da haben wir sie. 242 29 43. Mal gucken, ob das klappt. So, und jetzt MVP Modify, dann in welcher Modify, wie heißt es, wenn man Destination, genau, Dest, dann welche Welt, W für Welt. Wenn ihr das W-Daumenpunkt nicht macht, dann gelten die Organe für diese gerade aktuelle Welt. Ich mache es trotzdem immer gern, dann kann nichts schief gehen. Und dann Doppelpunkt und dann gibt man die Koordinaten ein. Wir haben hier 242,29,43, das sind die Koordinaten. Und schwupps, ist jetzt eingestellt, dass man genau da vorne bei den Koordinaten dann teleportiert. Probieren wir es aus. Ihr seht, das klappt wunderbar, nämlich gar nicht. Ich gehe mal davon aus, das ist der aktuelle Spawn dieser Welt, denn man wird meistens, soweit ich weiß, wenn man keine Koordinaten angibt, zu dem Spawn dieser Welt, und das ist wahrscheinlich dieser Hauptspawn, wenn ich dieses Multiverse nicht hätte oder Essential Spawn nicht hätte, dann würde ich hier landen. So, dann gehen wir jetzt wieder zum Spawn-Punkt. Ja, ihr seht, das mit den Koordinaten klappt wunderbar, keine Ahnung warum. Aber ist halt so. Dann müssen wir halt Gegenportale machen. Ist kein Problem. Wir machen jetzt ein Gegenportal. Und zwar genau hier. Und zwar möchte ich euch zeigen, dass man nicht unbedingt Portale braucht, um das zu machen. Machen wir hier. Nee, dann komme ich ja genau hier vorne. Nee, machen wir es wirklich hier. Und zwar so. Ich markiere das jetzt mal. So. Habe ich ja schon. Und Rechtsklick. So. Und jetzt haben wir diesen einen Block markiert. Das hilft uns weiter aber nicht weiter, weil wir oben drüber den Block brauchen. So, wir machen es so. Wir markieren den Block. Oben drüber, den, so. Den haben wir jetzt markiert und den machen wir jetzt zu einem Portal. MVP, Create, Test 2. Ja,
Ich hoffe, der andere heißt Testportal. Dann nennen wir das auch Testportal. Dann können wir 2, dann kann es schief gehen. So, jetzt haben wir hier ein neues Portal erstellt. Dadurch, dass ich aber eingerichtet habe, dass wenn der Block weggemacht wird, das Portal kaputt geht, glaube ich, dass das jetzt mich vertan hat. Nee, ich habe so eingestellt, dass das Portal da ist. Sonst wäre das Portal jetzt weg, glaube ich mal. So, und jetzt gehen wir vor hinten durchs Portal. Verbinden erstmal das Portal da hinten. Und zwar müssen wir das erstmal auswählen, indem wir MVP Select Test Portal machen. So, und dann MVP Modify Destination Punkt. Und zwar P für Portal und das, den Namen des Portals. Wir haben es ja Testportal genannt. Und schwupps. So, ihr seht das Testportal. Aber diese Methode funktioniert wirklich nur, wenn ihr diese Zerstörung in der Konfiguration ausgemacht habt. So, und jetzt gehen wir durch. Und ihr seht, ich lande... Ach, jetzt habe ich verschrieben, oder? Ja, 2. Ich ändere das jetzt auf P-Testportal 2. So, jetzt nochmal. Okay, es ist doch zerstört, das Portal. Gut, dann müssen wir es doch anders machen. Dann machen wir hier ein Zugangsportal. So. So. Dann markieren wir das. So. Und das. Und der markiert gerade nichts. Es leckt wie blöd. Einen Moment bitte. Ah, also das ist nicht so, dass das aber leckt, sondern mein Wandtool funktioniert gerade nicht. Keine Ahnung warum. Entweder es funktioniert World Edit jetzt gerade nicht oder ich weiß auch nicht. Dann muss ich halt wieder neu starten, den Server einen Moment. So, da sind wir wieder und irgendwas ist hier mächtig schief gelaufen. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken jetzt mal, wie viele Portale wir haben. MVP List. So, wir haben Hauptstadt, Wolkenstadt und Testportal. Gut. So, Testportal 1. So, wie ihr wisst, hat das mit den Koordinaten nicht so geklappt. Und jetzt machen wir das mit den Portalen. Also wir machen einfach ein zweites Portal jetzt hin und ich bin kein GM mehr. So. Eins. Spring. Zwei. So. Und das ist unser zweites Portal. Und wie ihr wisst, ich habe jetzt World Edit aktualisiert. Das war nämlich auch schon veraltet. So. Und jetzt machen wir MVP Create Test Portal. 2. Doppelslash nicht, natürlich nicht. So. Okay, jetzt haben wir 2 Portale. Und jetzt gucken, ob ich das hier schon noch aus habe. Ja. Gut, und jetzt selecten wir das andere Portal. MVP Select. Testportal nur. So. So, jetzt haben wir das ausgewählt. Jetzt machen wir eine Destination Point, das heißt MVP Modify Test und zwar auf Portal 2. Testportal 2. So. So, jetzt haben wir hier das mit dem verbunden. Das heißt, ich kann jetzt hier durch und komme da drüben raus. So, ihr seht. Allerdings in die falsche Richtung. Ihr seht, wenn ich hier durchgehe, passiert nichts. Ich habe nämlich nur das eine Portal mit dem verbunden. Wenn ich das jetzt noch umgedreht haben wollte, müsste ich das nochmal selektieren, auswählen und entsprechend einen Destination Point zu diesem Portal setzen. So, wenn ich jetzt die Richtung bestimmen will, ihr seht, ich bin ja in die zur Richtung Wand rausgekommen. Probieren wir es gerade nochmal. Hier, das ist natürlich die falsche Richtung, das gefällt mir gar nicht. Ich will aber, dass die in Richtung Schild gucken, wenn die da durchs Portal gehen. Also können wir das ändern, indem wir erstmal feststellen, in welche Richtung wir gucken. Dazu drückt ihr einfach F3, dann habt ihr diese Daten da oben und ihr guckt ungefähr da, wenn ihr jetzt runtergeht, bei F, bei dem Buchstaben F, Doppelpunkt, und da steht North, das heißt nach Norden. Das heißt, in die Richtung, wo ich jetzt gucke, ist Norden. So, und jetzt machen wir nochmal, wählen wir nochmal das aus, was ich vorhin hatte, MVP Modify, Despair. Und jetzt geben wir dahinter einfach nochmal einen Doppelpunkt und die Richtung, in die man guckt, wenn man
Man kann auch Nordost etc. Es geht alle Südwest, SE und Südwest, Westen, SW und so weiter. Ihr wisst ja schon. So, wenn ich jetzt N mache, habe ich jetzt das so gemacht, dass man jetzt halt in die richtige Richtung schaut. So. N steht für Norden übrigens. So, und ihr seht, es funktioniert, wenn man dahin teleportiert, kann man sofort in die richtige Richtung schauen. Funktioniert wunderbar. So, jetzt gucken wir uns nochmal die weiteren Befehle an. So, ich weiß nicht, ob ich das den Remove-Befehl schon gezeigt habe. Jetzt ist uns dieses Portal da vorne doch zu viel. Wir wollen das wegmachen. Entweder ihr habt so eingestellt, dass das Portal verschwindet, wenn ihr einen Block abbaut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt eingestellt habe, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber um 100%ig sicher zu gehen, macht ihr einfach MVP Remove und dann den Namen des Portals. Das ist jetzt Testportal 2. So. Und damit wird das Portal gelöscht. Und wenn ihr jetzt MVP List macht, dann seht ihr, das Portal ist nicht mehr in dieser Liste. Übrigens, gelb bedeutet immer, das Portal ist verbunden mit einem Ziel. Und weiß bedeutet, es ist verbunden, dass man da durchgehen kann und teleportiert wird. Und blau ist wahrscheinlich dann gar nicht verbunden. Oder, Moment, nee. Das war nur hier. Okay, da habe ich mich getäuscht. Egal. Ich dachte, das wäre so. Ist egal. So, ihr seht auch, wenn ich jetzt hier durchgehe, werde ich trotzdem... Ah, wisst ihr, ich habe es... Ich habe es doch gerade gelöscht. Werde trotzdem hin teleportiert. Was ist das für eine Kacke? Naja, okay. Und jetzt bauen wir es mal ab. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich immer noch hin teleportiert werde. Ach, ich hab's nur. Was habe ich eigentlich für Befehl gegeben? MV Remove, ja. Seltsam. So, dann probieren wir es jetzt nochmal. Also, das Portal ist offenbar immer noch da an dieser Stelle. Ihr seht, obwohl ich es abgebaut habe. Kann auch daran liegen, dass meine Einstellungen so sind. Aber ich versuche jetzt mal. Wenn man keine Teleportation mehr haben will. Ich versuche jetzt mal folgendes. Ich baue jetzt mal das Portal da oben vorne ab. So. Wenn ich jetzt hier durchlaufe, müsste ich theoretisch teleportiert werden. Ah, seht ihr? Obwohl das Teleportal weg ist, wird man teleportiert. So. Und. Ja. Und deswegen müssen wir das hier auch löschen. So, dann gehen wir. MVP Remove. Testportal 1. So. Komm. So, jetzt wird das auch gelöscht. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich trotzdem teleportiert werde. Nicht mehr. So, jetzt hat es geklappt. Also man muss das Portal löschen, das einen weg teleportiert. Gut. Damit wäre das schon mal geklärt. Und schauen wir mal den nächsten Befehl. So, jetzt gucken wir den Befehl MVP Modify. So, wir haben hier MVP Modify, der zeigt jetzt viel. Die Properties, die muss ich jetzt erklären. Properties sind halt die Einstellung des Portals. Man kann, wie ihr gesehen habt, einmal den Destination Point abändern. Dann kann man auch den Owner abändern. Jetzt, wenn wir MVP und bin jetzt, jetzt habe ich kein Testportal mehr. Gucken wir erstmal, welche wir haben. So, MVP P Wolkenstadt. So. So. Da haben wir die Infos, also PVP, MVP, den Portal Info, dann den Portalnamen, dann habt ihr ein paar Infos, also die Koordinaten, wo das Portal ist, wie das heißt, wohin es führt. The Destination Ort und More Details for You. Steht hier eigentlich nur der Name des nochmal. Keine Ahnung, für was das gut ist. Also das ist dann so, wie der Befehl halt heißt. Und dann steht noch der Preis. Den kann man natürlich auch einstellen. Und zwar, wenn ihr einfach MVP Modify Price einstellt und dann die Höhe der Gebühr. Ich glaube mal, machen wir mal $10. So.
Price? Ach, Currency heißt es. Currency. Hoffentlich habe ich es jetzt richtig geschrieben. Habe ich überhaupt eine ausgewählt? Erstmal Select. MVP Select. Wolkenstadt. So. Ja, ich weiß. Mit dem P davor. So. Und jetzt machen wir das, was wir da vorne. Currency, wenn ich es richtig geschrieben habe. Nee, nicht richtig geschrieben. Moment. Es wird abgekürzt mit Cur. So. Okay, der Doppelpunkt ist einfach zu viel. Mann. So. Da haben wir es. Jetzt heißt es, wenn hier einer durchgeht, muss $10 zahlen. Ob ich als Ob jetzt das mache, muss ich mal die Oppen. So. Und jetzt gucke ich hier durch. Und ihr seht, mal gucken, ob ich Geld habe. 5800. Ich gehe jetzt zum Spawn. So. Und gehe jetzt nochmal durch. Hat es mich jetzt was gekostet? Nein, hat mich nichts gekostet. Dann machen wir es doch mal mit Price. Ich glaube, das kann ich jetzt nicht mehr, da ich kein Op mehr bin. Stell es gerade. So, ich habe gerade einen ganz kleinen Fehler gemacht. So, gehen wir mal zur Start. So, wir haben jetzt dieses Portal ausgewählt. Und das mit Currency und Price bedeutet ganz, ganz anderes. Also Currency ist die Währung. Das heißt, man wählt da aus, was man als Währung nehmen will. Ich kenne jetzt nur die ID von Stein. Ansonsten könnte man zum Beispiel, wenn man die IDs von der Schallplatte nehmen würde, oder Diamanten geht vielleicht auch, dass man nur mit Diamanten da hochkommt, könnte man das machen. Also mit Schallplatten kann man das mehr so wie ein Ticketsystem machen. Also so eine Schallplatte, dann darf man durch das Portal durch. Allerdings wird es dann verbraucht. Das geht natürlich auch nicht wirklich. Vielleicht ist es sinnvoller, doch Diamanten oder Rubine zu nehmen. Mal gucken, wo wir haben. Eine andere Idee wäre natürlich Redstone. So, das gibt es ja unendlich. So, wir nehmen jetzt mal 10 Redstone. Nee, ich habe doch gesagt Stein, weil ich die ID von Redstone jetzt nicht auswendig kenne. Also, Currency, um die ID, erstmal die Währung einzustellen, machen wir MVP. Modify, dann die Währung, Curl, und dann was für eine Währung, ID 1. So, das ist jetzt bei mir Stein. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr hier durch teleportieren. Doch, ich habe ja Stein in der Hand. Hey. Achso, ich habe jetzt auf 0 gesetzt. Ich muss ja noch die Höhe machen. Ne? So, und jetzt machen wir den Preis. Einfach wieder einmachen. Hoch, und dann machen wir Modify Price. Und wir sagen, 10 Steine braucht man, um da durchzukommen. So. Und schwupps. Gehe ich jetzt durch. Und ihr seht, meine 10 Steine sind weg und ich konnte mich hier in die Wolkenstadt teleportieren. Auch obwohl ich Ob bin. Also das gibt hier jetzt keine Einschränkung. Man braucht auf jeden Fall Stein, aber als Ob kann man sich ja die Währung direkt cheaten. Aber ihr seht, es kann jetzt keiner mehr in die Wolkenstadt, nur die Leute, die 10 Stone haben. So, und damit sind wir eigentlich am Ende des Tutorials. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier sind wir gerade auf meinem Server. Ihr könnt gerne hier noch draufkommen. Die Wolkenstadt ist noch im Aufbau. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß und Erfolg beim Installieren des Plugins. Und ja, schaut rein. Vergesst bitte nicht zu bewerten oder zu liken, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn nicht, habe ich noch jede Menge andere Videos oder schaut einfach einen anderen Kanal an. Ansonsten viel Erfolg und viel Spaß und macht's gut. Bis dahin, euer Fedicado. Bye, bye.